Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, die Ulrike Eder hier mit mir sitzen zu haben, online. Hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen zu einem Interview. Und die Ulrike ist Ernährungsberaterin, Heilpraktikerin und auch so Erlebens- und Ernährungsforscherin. Du hast auch viele Jahre dich mit Ernährung beschäftigt, mit alternativen Ernährungsformen. Und du bist sozusagen auch so eine Art Praktikerin. Ne? Du hast auch ganz viel ausprobiert und getestet. Und du bist ja auch die Autorin des Blogs Deine Ernährung mit ganz, ganz wundervollen Rezepten zur rohveganen Küche, aber eben auch zur gesunden Lebensweise. Du hast auch einen ganz tollen Artikel geschrieben zur Sprossen- und Grünkrautzucht. Da bin ich ja immer sehr, sehr, sehr begeistert. Und auch zum Trampolin, also so. Ich glaube, du hast auch einen Artikel zum sich bewegen mit dem Trampolin. Also wirklich eine sehr vielfältige Auswahl auf eurem Blog. Und ich freue mich heute sehr, mit dir hier ein Interview zu führen. Und als erstes möchte ich dich natürlich fragen, wie es dahin gekommen ist, dass du dich so mit Ernährung beschäftigst. Du hast ja auch eine Ernährungsfernausbildung mit dem Schwerpunkt Rohkost ins Leben gerufen, sehr erfolgreich ins Leben gerufen. Und ich möchte als erstes, bevor wir über diese Ernährungsausbildung sprechen, mit dir darüber sprechen, wie du überhaupt dazu hingekommen bist, dich so mit alternativen Ernährungsweisen, mit der pflanzenbasierten Ernährungsweise, mit der Rohkosternährungsweise auseinanderzusetzen. Ja, hallo Silke, ich danke dir für deine schöne Einleitung und freue mich riesig, dass wir heute sprechen miteinander. Total schön. Ja, wie es dazu kommen. Also ich könnte vielleicht sagen, dass mein ganzes Leben unter dem Stern Gesundheit steht. Also schon mit 20, als ich ausgezogen bin und ich mich erstmal selbstständig um mein Essen gekümmert habe, war es irgendwie für mich klar, das, was ich esse, das muss gesund sein. Also ich möchte nicht so viel essen, aber das, was ich esse, das muss gesund sein. Und gesund war für mich, also damals sind die ersten Biomärkte entstanden, das fand ich spannend, die habe ich alle aufgesucht. Und zum anderen war es für mich immer schon irgendwie wichtig, dass die Dinge nicht so verarbeitet sind. Ich weiß, ich habe das nirgends gehört, aber für mich war das einfach irgendwie logisch, dass ich nicht so die Sachen, keine Kekse aus der Fabrik oder so, also nicht, dass ich jetzt noch nie einen Keks gegessen hätte, aber umso unverarbeiteter das war, umso mehr Sinn hat es für mich gemacht. Das war eigentlich alles und so war ich das ganze Leben eigentlich da eher ideologiefrei. Also wir haben ja dann drei Kinder großgezogen, habe ich also fünfköpfige Familie ernährt und das könnte man eigentlich sagen, dass das eher so, ja, so viel wie möglich habe ich selbst gemacht. Wir hatten eine Mühle, einfach so der klassische Weg, wie man sich das damals vorstellen kann. Und habe auch also den Kindern als Baby schon kein Gläschen gekauft, sondern habe das alles selber gemacht. Und was täglich auf dem Tisch war, das war Salat. Also es war kein Tag irgendwie, wenn kein Salat gab oder so, einfach frisches. Aber dieser Begriff Rohkost, der ist mir tatsächlich erst so vor 7 Jahren oder so begegnet. Das muss man sich mal vorstellen. Also total spannend. Das war dann einfach eine Offenbarung für mich, dass das irgendwie einen Namen bekommen hat und die Rohkostküche, die hat dann einfach nochmal irgendwie eine neue Welt eröffnet und ich hatte halt dann total Freude zum Experimentieren und bin da eben auch so die Phasen durchlaufen, dass man zuerst mal, sagen wir mal, Gourmet-Gerichte ausprobiert und eben Freude an der Vielfalt hat und jetzt entwickelt sich vielleicht eher wieder mehr so zur Einfachheit hin. Und dankbar bei der ganzen Sache bin ich schon, dass ich dadurch, dass das praktisch ein Weg, der sich durch mein ganzes Leben gezogen hat, auch sehr viel Toleranz habe, jedem anderen gegenüber, einfach zu verstehen, wo er jetzt gerade steht. Und alles ist richtig. Jeder, also finde ich immer, dass einfach alles richtig ist und die Schritte gegangen werden dürfen. Ja, Ernährung ist auch immer eine sehr individuelle Geschichte. Ne? Wir sind ja nicht alle gleich. Jeder steht an einem anderen Punkt, wie du es auch schon gesagt hast. Jeder hat auch das Ziel, 100% Rohkost zu essen oder 100% vegan. Jeder ist ja auch so seinem Weg und das finde ich auch sehr schön, da immer sich damit reinzufühlen und zu schauen, wo steht er gerade, wie kann man denjenigen gerade unterstützen. Du hast ja auch geschrieben, dass du auch schon mit deinen Kindern, du hast da alles selbst gemacht, hast keine Gläschen gekauft. Also deine Kinder sind dann sozusagen auch ein bisschen alternativer aufgewachsen, was die Ernährungsform angeht. Also viel Bio und selber machen und haben die das? Ja, wir haben alles im Biomarkt gekauft. Mhm. Also das habe ich mir gesagt, ich muss eigentlich nicht so viel spenden, ich spende alles im Biomarkt. Ich unterstütze damit einfach den biologischen Anbau. Ja, unsere drei Kinder sind Waldorfkinder.
Aber auch in der Waldorfschule wird relativ normal gegessen, so Kindergeburtstag, Kuchen und alles. Aber ja, also das hat sich jetzt natürlich, also die waren grundsätzlich immer schon, wurden die gesund ernährt, das hat sich jetzt aber noch gesteigert. Die großen beiden, 26 und 24, die sind schon ausgezogen, die leben das selber recht gerne und der Jüngere, der ist jetzt 19, dem wird das hier schon manchmal zu viel. Der sagt also, das findet er jetzt schon fast nicht mehr normal. Das verstehe ich aber auch manchmal, gell? Also das muss man echt verstehen. Da muss ich dann auch aufpassen, dass er nicht in die Anti-Haltung geht, wenn man einfach etwas zu viel vorgesetzt bekommt. Und kann ja aber einfach, kann ihn total gut reinfühlen und ich kann ihn da auch lassen. Mhm. Und in Wirklichkeit liebt er das eigentlich auch, glaube ich. Ich komme ja auch manchmal, bin ja auch schon länger jetzt auf YouTube aktiv und habe das ja auch immer mal dokumentiert mit meinen Kindern, die sind jetzt 10 und 14 und dass wir eben vorwiegend pflanzenbasiert essen und auch viel Rohkost, wenn möglich, und ich mache ja auch viel selber, dass dann auch immer wieder so die Kommentare kamen, naja, aber nicht, dass die mal später dann genau das Gegenteil essen und die müssen auch mal selber wählen dürfen und dies und das, aber ich habe es ja auch nie so streng gehalten. Ich habe ja immer schon bedürfnisorientiert begleitet und geschaut, was wollen sie mal probieren. Und bei uns ist es ja auch nicht so streng, wenn sie eben außerhalb der Familie sind, bei anderen Familienmitgliedern oder Freunden, dann essen sie, probieren sie ja eh auch die anderen Lebensmittel aus. Und das ist schön bei dir zu hören, obwohl das, wenn du sagst, die zwei Großen, die leben das auch, dass es doch möglich ist. Ne? Ich meine, wenn man so bedenkt, viele Eltern, die eben konventionell ihre Kinder ernähren, sich auch selbst konventionell ernähren, die beeinflussen ihre Kinder ja auch in dieser Art und Weise, für diese Art der Ernährungsform. Warum sollte man nicht seine Kinder auch für gesündere Ernährung beeinflussen können? Wir wissen ja heute, dass diese ganze Industriekost und die Fertigprodukte und zu viel Fleisch und diese ganzen auch modifizierten Nahrungsmittel ja für uns Menschen gar nicht mehr so gesund sind und auch viele Zivilisationskrankheiten nach sich ziehen. Und das ist schon manchmal verrückt, wenn man dann so ein bisschen angegriffen wird, weil man eigentlich für seine Kinder ein bisschen einen alternativen Weg aufzeigen möchte. Und ich freue mich natürlich von dir zu hören, dass du sagst, meine zwei Großen, die leben das auch weiter. Also ich finde halt das Wichtigste, dass die Kinder natürliche Geschmäcker kennenlernen. Weil in dem Moment, wo sie sich an diese Zuckerkost, raffinierte Auszugsstoffekost gewöhnen, da entsteht natürlich, das geht ja bis zum Suchtverlangen dann eigentlich und diese Geschmacksverstärkung und so weiter, das kennen wir ja selber, wie man dann da mehr Lust bekommt, wenn man das beginnt zu essen. Und da ist mir einfach ganz wichtig, dass sie natürliche Geschmäcker kennenlernen und ich glaube auch, dass sie das dann später unterscheiden können. Also da kann es dann schon sein, also unser mittlerer Sohn, der arbeitet viel und der hat dann nicht immer so viel Zeit, sich die guten Lebensmittel zu beschaffen. Der greift dann auch mal zu etwas anderem, aber der kennt sehr wohl den Unterschied. Wenn ich zu ihm sage, was kann ich dir denn Gutes tun, er sagt, er bringt mir was zu essen. Weil er einfach unterscheiden kann, was ist wirklich ein echtes Lebensmittel, wie schmeckt so etwas und wie ist einfach Fertigessen oder Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe und so weiter. Das finde ich das Allerwesentlichste und da glaube ich, dass sich der Körper auch erinnern kann, wenn so ein Mensch 15, 20 Jahre mit so einer gesunden Kost aufgewachsen ist. Auch wenn mal zwischendrin eine andere Phase kommt oder so. Du hast ja auch ganz tolle Rezepte auf deinem Blog und mir fällt gerade ein, ich habe ja letztes Jahr auch ein Rezept als Videorezept hochgeladen. Kannst du dich erinnern, das war diese ich glaube, eine Erdbeertorte mit Kokossahne. Ja. Die habe ich entweder auf dem Blog gefunden oder du hast, oder wir haben uns darüber ausgetauscht und dann habe ich die probiert. Das war ja so ein geniales Rezept und ich werde es auf alle Fälle auch, also dein Rezept, dein Blog, diesen Rezeptartikel unter diesem Video verlinken, schaut da unbedingt mal rein. Es, bald im Sommer geht ja die Bärenzeit los. Es ist eine geniale Torte, wirklich, wo man auch jeden damit beeindrucken kann. Also ich habe das auch für verschiedene Leute, die auch nicht vegan oder rohköstlich sich ernähren, zubereitet und die waren total begeistert. Also das ist wunderschön. Wo holst du deine Inspiration her für diese Rezepte? Kommt das einfach oder probierst du ganz viel aus oder kommt es einfach so durch dich durch? Das kann ich auch gar nicht sagen, ganz verschieden. Natürlich aus dem, was mir so begegnet, kreiere ich wieder was Neues. Und ganz viel ist es bei mir eigentlich so, dass ich schaue, was steht mir zur Verfügung und was mache ich dann daraus. Also wirklich, du hast ganz wundervolle Rezepte, die sind auch in meinen Augen nicht so kompliziert, die sind immer recht einfach und schlicht gehalten, auch mit wundervollen Fotos. Also
Das gefällt mir auch immer sehr gut, dass du da so ganz viel Herz reinsteckst, um das auch diese Rezepte oder überhaupt eure Blogartikel einfach mit schönen Fotos zu untermalen. Das gefällt mir wirklich sehr gut und spricht mich auch sehr, sehr an. Ja, danke. Und du hast ja auch, jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil des Interviews, wir hatten das ja schon angesprochen, du bist auch die Gründerin der Ernährungsfernausbildung mit dem Schwerpunkt Rohkost. Und im Hintergrund sieht man ja auch schon die Module dieser Ernährungsausbildung, Modul, also eigentlich 1 bis 6, und ihr habt ja auch noch so ein Praxisbuch. Ne? Mhm. Und vielleicht kannst du mal darüber berichten, wie es dazu gekommen ist, eine eigene, so eine Fernausbildung ins Leben zu rufen und was genau oder was erwartet die Menschen, wenn sie diese Ausbildung angehen wollen? Ja, also das war ursprünglich einfach so eine Brainstorming-Idee in der Familie, glaube ich. Und irgendwie hat es dann tatsächlich Leben angenommen. Und es war damals so der erste Gedanke auf jeden Fall der, dass ich gesagt habe, wenn, dann gehen wir mal als allererstes zu Dr. Switzer. Also ich kannte ihn damals erst kurz von einem eigenen Praxisbesuch, aber er wohnt von uns nicht so weit weg. Aus dem Grund war es einfach naheliegend. Und er hat uns in derselben Woche empfangen und war von dem Thema begeistert. Das war einfach der Grundstein so irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, das könnte wirklich Sinn haben. Und ich habe mich dann tatsächlich, also so quasi fast, also wie ein Jahr zurückgezogen und da geschrieben, auch mit dem Jürgen. Also wir konnten uns das beide erlauben und haben einfach von Januar bis Dezember daran gearbeitet. Wie so quasi von in der Früh um 8 bis abends um 11 so ungefähr. Also es war irgendwie unglaublich. Und da haben sich ja dann noch weitere Experten dazugesellt. Habe ich mich auch zu dieser Zeit sehr gefreut, dass ich dich da kennengelernt habe. Und es hat so eine schöne Form angenommen. Und was ich eigentlich so spannend finde, dass wir jetzt nicht predigen, ernähre dich roh vegan und du wirst gesund oder so, sondern dass ich mir eher so sage, also die gesunde Ernährung ist so ein Puzzleteil der Salutogenese. Also normalerweise kennen wir ja das Denken Pathogenese, was tun wir, wenn wir krank sind? Und Salutogenese stellt sich die Frage, wie können wir leben, dass wir erst gar nicht, also dass wir gesund bleiben? Und das finde ich eigentlich einfach so spannend. Und dazu stelle ich mir immer noch die Frage, wie hat der frühe Mensch gelebt? Der hat sich davon ernährt, was er in der Natur vorgefunden hat. Und dann überlege ich mir auch immer noch so, beobachte ich immer, wie leben Menschen, die gesund alt werden? Und zudem noch, also einfach so als Basis für die Ausbildung, haben wir uns einfach noch so die Frage gestellt, wo kam denn diese neuzeitliche Rohkostbewegung eigentlich her? Wo hat die denn ihren Ursprung nochmal? Und das war dann tatsächlich 1822 eine Ärztebewegung in USA. 1822, sollten wir aus jetziger Sicht, würde man meinen, da war noch alles in Ordnung, aber bereits da haben sich dann auch Ärzte schon Gedanken gemacht, die unzufrieden waren mit der Medikamentengabe in ihrer Praxis, was können wir denn eigentlich tun? Und da gab es dann verschiedene, aber mir fällt jetzt gerade der Sylvester Graham ein, der eben auch gesagt hat, jetzt Moment mal, was können wir unseren Patienten empfehlen, damit sie gar nicht erst krank werden? Und aus dem heraus ist die Bewegung Natural Hygiene entstanden, natürliche Gesundheitslehre. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mir das genauer angeguckt habe, so als Basis, weil die aus dem heraus einfach nicht kommt, ernährt euch rohköstlich und ihr seid gesund, sondern dass die Aussagen, gesunde Lebensführung ist das einfach, dass man wirklich ausgeglichen schaut, wie schaut es denn aus bei mir mit Sonne, Bewegung, mit meinem Mindset oder mit dem harmonischen Umgebung und eben auch mit der Ernährung. Ich finde, es nimmt dem Ganzen immer so ein bisschen die Entspannung, also oder gibt dir ein bisschen Entspannung. Ich zeige es hier mal, ich habe das einfach mal so ausprobiert. Die Punkte, ich weiß nicht, ob man das sieht, in Becken darzustellen und habe für mich das so ein Beispiel gemacht oder was mir eben in der Ernährungsberatung oft begegnet, sogar, dass Menschen zu mir kommen, die wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind und schon rohköstlich und aber sich nicht das gewünschte Wohlbefinden einstellt. Und die versuchen dann hier bei den letzten 5 und 10% noch zu optimieren, wo es dann oft ganz wichtig ist zu sagen, stimmt denn eigentlich das Gesamtkonzept? Bewegst du dich denn? Gehst du an die Sonne? Wie schaut es denn aus mit deinem Mindset und so weiter? Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig,
Also natürlich sind wir total glücklich über alle Menschen, die sich über ihre Ernährung Gedanken machen. Und aber dann finde ich es wieder so wichtig, dass man sich da nicht in dem Thema verrennt. Dass man wirklich guckt, wie ist, also zum Beispiel der Brian Clement sagt es eigentlich auch vorweg zu allen, die dort zu diesen 3 Wochen Lebenswandelkur kommen. Die kriegen erstmal 2, 3, 4 Vorträge, wo sie geistig, mental ausgerichtet werden. Weil er sagt schon, schaut das Ganze gar keinen Wert. Also finde ich total wichtig, dass man das einfach so mit berücksichtigt. Mhm. Und das ist so, ja, vielleicht so eine Basis auch, wie ich da rangegangen bin. Und dann das Zweite ist eigentlich, dass die Ausbildung schon so umfassend ist, dass man sagt, das ist wie ein vereinfachter Heilpraktiker. Es war mir einfach wichtig, dass alle Körpersysteme betrachtet und behandelt sind, dass man einfach mit dieser Ausbildung ein wunderbares Nachschlagewerk hat, wo immer unsere Teilnehmer vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen darf. Sie müssen nicht so alles perfekt bis in die Tiefe lernen. Mir war es total wichtig, dass sie einfach ein Nachschlagewerk einfach für alle Beratungssituationen, was heißt alle, geht auch nicht, aber einfach, dass sie wissen, ich kann hier nachschlagen, ich finde hier alles, was ich brauche. Mhm. Darum ist es eigentlich sehr umfassend geworden. Und durch den Dr. Switzer ist ja diese Beratung auch medizinisch geprüft, ne? Genau, also es ist optional, dass die, die sich das wünschen, dass sie dann ein ärztlich geprüftes Zertifikat bekommen, die können noch so einen dritten Prüfungsteil beim Dr. Switzer machen, so mündliche Prüfung vor Ort. Und so wie ich das gelesen habe, eure Ausbildung, die kann man komplett online machen, aber man kann sich auch dafür entscheiden, so Präsenzmeetings mit bei euch im Haus teilzunehmen. Ne? Wie läuft das da ab und wie oft sind die Termine? Ja, also es gibt zum einen eben die Option, dass man es nur aus der Ferne macht und zum anderen mit Präsenztagen. Und da bieten wir eben 2x2 Tage an, bei uns in Landsberg. Und da muss ich jetzt aber gleich dazu sagen, also da ist die Nachfrage so groß, dass wir das irgendwie, weil wir jetzt einfach schon mit unseren Kräften haushalten müssen, wie wir das Ganze schaukeln, dass wir es wahrscheinlich ablösen werden durch deine Ernährung Meeting Points. Da werden jetzt vielleicht der eine oder andere hat schon gehört. Am 4. Mai werden die ersten 3 stattfinden. Einer in Berlin, einer in Essen und einer hier bei uns in der Nähe. Und so können wir das, also das machen engagierte Ausbildungsteilnehmer oder Absolventen, so können wir es einfach in ganz Deutschland verteilen, können es eigentlich allen ermöglichen, teilzunehmen, auch an der Ausbildung oder an der rohveganen Ernährung Interessierten, also die müssen nicht unbedingt bei uns die Ausbildung machen. Und wir haben einfach festgestellt, dass das allergrößte Bedürfnis ist, ist einfach Austausch untereinander. Das muss man sich vorstellen, fast alle unsere Ausbildungsteilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie mit dem Thema alleine unterwegs sind. Fast alle, das muss man sich vorstellen. Die sagen alle, oh, eine Familie ist schwierig, die Bekannten sind skeptisch und dann ist eben das Bedürfnis nach Austausch mit Gleichgesinnten, das ist groß und das ist einfach richtig wertvoll. Mhm. Und das wollen wir da eben schaffen. Wann habt ihr mit der Ausbildung begonnen? Wann sind die ersten, wann hat die Ausbildung, war das 2018? Nee, 2009. Nee, haben wir jetzt 19, ja genau, 2018 im März. Also man kann es schnellstenfalls in 6 Monaten machen, dass man praktisch ab dem 7. Monat die Prüfung macht und kann sich längstenfalls 2 Jahre Zeit lassen. Und die Flexibilität ist eigentlich wunderbar, weil es gibt tatsächlich Teilnehmer, die wollen irgendwie, die sagen, ich widme jetzt sogar ein halbes Jahr nur dem. Und dann gibt es welche, die haben 2, 3 Kinder oder sind beruflich engagiert und nehmen sich dann einfach auch ein Jahr, 1,5 Jahre. Genau. Und also diese Ausbildung befähigt dann die Menschen sozusagen Ernährungsausbildung mit Schwerpunkt Rohkost anzubieten. Und wer das noch mag, der kann sich eben auch nochmal ärztlich prüfen lassen vom Dr. Switzer. Ja, Ernährungsberatung. Also praktisch Ernährungsberatung. Also natürlich hat man danach individuell unterschiedlich seine Neigungen entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten. Dass man sagt, ich halte Vorträge, ich mache lieber Workshops, ich gehe gleich in die Beratung, ich arbeite mit einem Heilpraktiker oder mit einem Arzt zusammen. Aber wenn man es jetzt ganz isoliert betrachtet, dann ist eigentlich ein Ernährungsberater dafür zuständig, Menschen bei der Ernährungsumstellung zu unterstützen. Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein klassischer Fall. Ein Klient war beim Dr. Switzer in Behandlung
und hat einen richtig schwierigen, hat eine degenerative Erkrankung, eine schwierigere degenerative Erkrankung und bekommt wirklich einen umfassenden Therapieplan, welcher mit einer großen Ernährungsumstellung verbunden ist. Und da sind eben viele Patienten vom Dr. Switzer überfordert. Und da ist es eben ideal, wenn Dr. Switzer sagen kann, wir haben hier an verschiedenen Orten Ernährungsberater und die können unterstützen. Das kann eine Riesenhilfe sein. Weil man hat dann oft ein skeptisches Umfeld, fühlt sich vollkommen alleingelassen und daran können viele Therapien eigentlich scheitern. Genau, und natürlich kann man auch ganz einfach Menschen mit in allen Lebenslagen beim Abnehmen unterstützen oder was anliegt. Und durch den Dr. Switzer spielen auch Wildkräuter eine Rolle bei der Ausbildung, aber auch durch dich selbst, weil du ja auch Wildkräuter begeistert bist. Ne? Das ist halt auch, spielt auch eine Rolle bei der Ausbildung. Ja. Also ich wechsle eigentlich so über den Jahresverlauf hinweg ab, sagen wir mal im Frühling und Sommer. Oder Frühling, einfach, dann gibt es nichts anderes wie Wildkräuter. Also jetzt haben wir ja gerade die Zeit, ist ja fast betörend, diese Wildkräuterfülle. Es geht dann bei mir so ein bisschen über in Beeren, über den Sommer hinweg. Und Herbst, Winter liebe ich dann eben die Sprossen und das Grünkraut. Und so finde ich das ganz schön, wenn es so einen Wechsel hat. Mhm. Und ja genau, es wird noch ein vertiefenderes Begleitheft zu den Wildkräutern geben. Und genau, Dr. Switzer, seine Therapie heißt ja auch Wildkräuter Vitalkost. Er hat eben die Erfahrung gemacht, dass eben insbesondere wegen diesen Hybridfrüchten seine Therapien nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie waren. Und er ist eben auch so ein Tüftler und Forscher. Er probiert auch alles selber aus und er ist auch endlos, hat er Augen und Ohren offen, was er Positives noch mit in seine Therapie hinzufügen könnte. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiges und wesentliches Puzzlestein sind bei ihm auch die Wildkräuter. Er praktiziert es zum einen auch selber und hat da eben sehr gute Erfahrungen gemacht, weil eben durch, also die Hybridfrüchte eben nährstoffärmer sind und zuckerreicher in der Regel, unter anderem. Und das kann man eben sehr gut durch die Wildkräuter ausgleichen, die sich eben an ihrem Platz durchsetzen und diese Überlebensschutz- und Lockstoffe einfach noch ganz natürlich entwickeln und entsprechend eben sehr reich an den sekundären Pflanzenstoffen sind. Und ja, das ist ja jetzt eigentlich so, dass es jetzt forciert wird geforscht mit den sekundären Pflanzenstoffen, wobei die Wissenschaft und insbesondere denke ich auch die Pharmaindustrie sind nicht so begeistert mit diesen sekundären Pflanzenstoffen, weil sie eben erfahren, wenn man sie, weil sie versuchen sie ja zu isolieren und isoliert haben die sekundären Pflanzenstoffe dann einfach nicht diese Wirkung wie im Komplex, einfach im, wie sie im natürlichen Lebensmittel, ich sage mir immer, die Natur hat sich ja was dabei gedacht. Und so sind sie eben so, wie sie in der Brennnessel, im Löwenzahn, im Apfel vorkommen, in einem perfekten Gefüge. Ja. Und ich sehe halt auch, ich finde es eigentlich so schön, würde es so schön finden, wenn man sagt, statt Rohkosternährung die Sonnenkost, weil man es einfach so sehen kann, dass die Pflanzen das Sonnenlicht für uns in organisches Material verwandeln. Ja, schön ausgedrückt, genau. Da danke ich dir ganz sehr für die Ausführungen. Und alle, die sich für die Ausbildung interessieren, die du anbietest, da findet man Informationen auf eurer Webseite. Ne? Zur Ausbildung findet man alle Informationen, die man braucht. Und ja, der Blog ist unter dem Video verlinkt und auch die Webseite, wo ihr diese Informationen zur Ausbildung findet. Liebe Ulrike, war wieder mal sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Wir sind ja auch privat sehr viel im Austausch, tauschen uns viel aus und besprechen verschiedene Dinge. Hat mich jetzt mal gefreut, dich hier auf meinem YouTube-Kanal vorzustellen. Und ich hoffe, dass wir auch noch andere Themen besprechen können in Zukunft für meinen Kanal. Ja, schön. Alle freuen. Ja, und danke, liebe Silke. Ja, und an die Zuschauer da draußen, ich hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen mitnehmen von diesem Interview. Ihr könnt mir auch gerne oder uns Feedback unter diesem Video lassen, Kommentare. Wenn ihr auch Fragen habt, kann ich das auch gerne an Ulrike weiterleiten. Und ja, freue mich auf alle Fälle über den Austausch unter diesem Video. Alles Gute, alles Liebe auch für dich, Ulrike. Danke, tschüss. Tschüss.